Auch wenn es komisch klingen mag, ich habe bereits vor meiner HIV-Diagnose damit gerechnet, dass das Ergebnis positiv ausfallen würde. Das lag daran, dass ich einen sogenannten Risikokontakt hatte, aber auch, dass ich bestimmte Symptome an mir festgestellt habe. Und diese drei Dinge, nämlich meine Infektion, die Symptome und letztendlich auch die Diagnose, sind Thema in diesem Video. Hi Leute, na, wie geht es euch? Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Das ist das erste Video meiner Reihe HIV-Positiv, in der ich chronologisch von meinem Alltag mit dem HIV-Virus berichte. Aber ich bin nicht von Geburt an HIV-positiv. Das heißt, es gab auch einen Alltag in meinem Leben ohne HIV. Und der Alltag mit HIV ist auch nicht sofort eingetreten, nachdem ich eine HIV-Diagnose bekommen hatte, sondern es begann ganz am Anfang mit einem deftigen Einschnitt. Und deswegen, bevor wir wirklich zu alltäglichen Dingen kommen, in Anführungsstrichen, beginne ich damit, von diesem Einschnitt zu erzählen, der bis dahin wahrscheinlich der größte in meinem Leben war. Dafür müssen wir ganz schön weit zurückreisen, genauer gesagt ins Jahr 2009. Ich kann auch nicht glauben, dass es so lange her ist, aber ich lebe echt schon 8,5 Jahre mit dem Virus. Und es ist nicht so, dass das neu war für mich damals, HIV und AIDS als Thema, meine ich, sondern ich war schon 2, 3 Jahre in der schwulen Szene unterwegs und dort ist es so, auch heute noch, dass Leute Kondome verteilen, es gibt Informationsstände, es gibt Infomaterial und das hatte ich alles gelesen. Außerdem, und da glaube ich, bin ich einer der wenigen, weil ich höre von euch immer wieder, dass ihr das nicht hattet, der wirklich gute Aufklärung in der Schule hatte. Ich will damit einfach ausdrücken, es ist nicht so, dass ich keine Ahnung davon hatte und dass es deswegen passiert ist, sondern ich hatte schon Ahnung und trotzdem ist da in einem bestimmten Moment was schiefgelaufen. Ich war gerade 20 Jahre alt geworden, als ich jemanden kennengelernt habe. Und ich meine mit kennengelernt, wirklich kennengelernt. Ich hatte auch vorher One-Night-Stands und die waren alle geschützt, sind alle geschützt abgelaufen. Aber das würde ich nicht als One-Night-Stand bezeichnen, weil wir uns wirklich über 2, 3 Monate kennengelernt haben und auch nicht sofort miteinander ins Bett gegangen sind, sondern da war wirklich mehr. Und ich hatte wirklich Interesse. Und irgendwann sind wir an den Punkt gekommen, wo wir dann auch Sex miteinander hatten. Und als wir den Sex miteinander hatten, haben wir nicht drüber gesprochen und einfach auf das Kondom verzichtet. Das klingt jetzt lapidar, aber es ist so gewesen, dass ich damals tatsächlich gedacht habe, ich kann der Situation vertrauen. Ich habe auch wirklich nicht drüber nachgedacht, dass es gefährlich sein könnte. Und ich habe auch gedacht, wenn es jemand weiß, dann wird er mir schon sagen, dass er es hat, gerade wenn er mich mag. Und damals bin ich auch davon ausgegangen, beziehungsweise es war auch so. Ich habe aber nicht auf dem Schirm gehabt, dass es etliche Dinge gibt, die dafür sorgen, dass jemand nicht darüber spricht. Unter anderem, dass er zum Beispiel gar nicht selber davon weiß. Wir haben beide nicht darüber gesprochen, sondern uns einfach der Situation hingegeben. Das war tatsächlich echt guter Sex. Aber das, was danach kam, war dann leider gar nicht so toll. Ich hatte nämlich circa 2 Wochen später grippeähnliche Symptome, so wie man sich eine Grippe auch vorstellt, mit Fieber, Nachtschweiß, Schüttelfrost, habe mich schlapp gefühlt und bin zu meinem Hausarzt gegangen. Es war zwar eher untypisch für die Zeit, also so Ende Mai, Anfang Juni, aber es gibt ja auch die sogenannte Sommergrippe und ich bin einfach davon ausgegangen, es ist eine Grippe. Mein Hausarzt ist auch davon ausgegangen, denn ich habe ihm natürlich nicht davon erzählt, weil ich mich geschämt habe, dass ich diesen Risikokontakt hatte, dass ich ungeschützten Sex hatte. Woher sollte er also wissen, dass es da einen Zusammenhang geben könnte? Was er aber auch gemacht hat, er hat mir natürlich Mittel gegen die Grippe verschrieben. Er hat aber auch einen Abstrich gemacht, nämlich hier im Halsbereich, weil ich zu der Zeit sehr viel gehustet habe. Und dabei ist rausgekommen, dass auch die Lymphknoten angeschwollen oder entzündet sind. Also sie müssen auch hier angeschwollen gewesen sein, aber wohl nur so leicht, dass man das nicht sehen konnte. Also ich habe es nicht gesehen und auch mein Arzt nicht. Aber als er mir dann gesagt hat, naja, da war noch eine Entzündung, die Lymphknoten waren irgendwie entzündet und die müssen auch angeschwollen gewesen sein, hat es bei mir tatsächlich Klick gemacht und da hatte ich großes Glück. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, ich wurde tatsächlich Gott sei Dank in der Schule gut aufgeklärt und ich habe da einen Zusammenhang plötzlich im Kopf gehabt, konnte mich irgendwie daran erinnern, es kann sein, dass das wirklich mit dem ungeschützten Sex zusammenhängt oder dass das Symptome sein können, die auf eine HIV-Infektion hinweisen können. Ich möchte auch noch mal ganz bewusst sagen, es können Symptome sein, es müssen aber nicht. Wahrscheinlich klicken Leute auf das Video hier auch, weil sie wissen wollen, ich habe Symptome, kann das sein, dass ich eine HIV-Infektion habe? Ich möchte wirklich nochmal ganz deutlich sagen, ich verlinke euch auch dazu einen Link mit weiteren Informationen in der Videobeschreibung. Man hat manchmal gar keine Symptome, ich glaube sogar in 50% aller Fälle. Und manchmal hat man Symptome, aber es ist einfach nicht so. Das heißt, leider Gottes sind es oft Symptome, die auch durch viele andere Dinge auftreten können, wie zum Beispiel eine Grippe.
Und wie soll man da unterscheiden oder wissen, ob es wirklich was mit HIV zu tun hat, mit einer HIV-Infektion? Ich glaube tatsächlich, wenn ihr es wissen wollt, könnt ihr vielleicht Wahrscheinlichkeiten errechnen, die euch vielleicht beruhigen oder noch mehr belasten. Aber im Endeffekt, wenn ihr wirklich die Frage habt, ob ihr HIV-positiv seid, dann müsst ihr einen Test machen. Ich allerdings, um so ein bisschen selbstkritisch zu sein, war genauso jemand, der sich im Internet informiert hat. Und ich kann davor nicht abraten, aber ich kann dazu nur sagen, es ist wirklich nicht immer so einfach. Natürlich, ihr kennt alle gute Fragenet und so einen Quatsch, da steht echt viel Quatsch drin. Da hat man manchmal irgendwie einen Husten und dann denkt man, man ist schwanger plötzlich, nachdem man das alles gelesen hat. Lest bitte keinen Bullshit, am besten keine Foren, sondern informiert euch bei seriösen Quellen. Das habe ich auch getan und dort habe ich tatsächlich erfahren, dass diese Symptome 2 bis 4 Wochen nach der Infektion auftreten können. Bei mir waren es 2 Wochen nach der Infektion. Und entsprechend habe ich mich dazu entschlossen, dann einen Test zu machen, weil ich es einfach wissen wollte. Ich bin dann zum Gesundheitsamt gegangen. Dort ist der Test anonym und kostenlos, sind natürlich 2 Pluspunkte. Und ich kann die Frau, die dort gearbeitet hat, das war damals in Essen, nur loben. Sie hat mich echt super gut vorbereitet. Sie hat mich auch so ein bisschen beruhigt. Sie hat mir auch gesagt, was jetzt in der Situation auf mich zukommt, also wofür das Blut abgenommen wird, wo es hingeht, wie lange ich warten muss. Und ich musste dann 1 Woche warten. Und das war natürlich die Hölle. Ich kann euch einfach nur sagen, dass es einfach gar nichts gebracht hat, mich 1 Woche lang damit zu beschäftigen. Ich habe mich jeden Tag damit beschäftigt. Ich habe im Büro gegoogelt, ich habe zu Hause Fachliteratur gelesen, ich habe mich von morgens bis abends damit beschäftigt, wie das Ergebnis ausfallen könnte. Während ich einfach nur warten musste, bis das Ergebnis kommt und ich es dann ja einfach erfahre. Das ist ja ein Stück weit auch normal, dass man sich solche Gedanken macht und sich auch damit beschäftigt. Aber es verändert erstens nichts an der Diagnose, die dann kommen wird oder auch nichts an dem negativen Testergebnis, das kommen könnte. Und man macht sich verrückter, als man ist. Ich glaube, ich hätte meine Woche viel mehr genossen, wäre ich irgendwie weggefahren, hätte ich mich mit Freunden verabredet, hätte ich mich abgelenkt mit irgendwelchen Dingen, die mir Freude machen. Das wäre eine viel tollere Woche gewesen, weil dann, wenn die Diagnose kommt, hat man eh schon genug Stress damit. 1 Woche später habe ich dann das Ergebnis bekommen, das positiv war. Und auch da kann ich die Frau nur loben. Sie hat mir wirklich sehr viel erklärt. Sie hat mir gesagt, was die ersten Anlaufstellen sind, was die ersten Schritte sind. Sie hat mir sogar erklärt, bitte überlegen Sie sich, ob Sie jetzt sofort zum Arzt gehen, denn dann ist das Ganze aktenkundig und nicht mehr anonym und Sie können bestimmte Versicherungen nicht mehr abschließen. Was aber bei mir angekommen ist, nada. Nichts, rein gar nichts. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen. Ich saß da, ich habe ihr auch zugehört. Ich kann jetzt auch wiedergeben, was sie gesagt hat, aber in dem Moment ist bei mir nichts angekommen. Ich bin dann auch in die Straßenbahn eingestiegen, nach Hause gefahren, hatte so das Gefühl, dass eine Art Milchscheibe über mich gestülpt ist. Also, dass ich schon viele Leute um mich herum habe, natürlich in der Straßenbahn, klar, aber dass ich überhaupt nicht realisiere, dass ich da gerade unter Leuten bin und dass die irgendwie auch ganz fern sind, obwohl sie direkt bei mir sind. Es hat sich quasi wie eine Art innere Leere angefühlt. Ich kann es leider echt nicht konkreter sagen, aber man kann sich vorstellen, Leere fühlt sich nicht toll an. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Ein schönes Gefühl natürlich, aber ich bin echt super froh, dass ich es gemacht habe. Und ich bin auch froh, dass ich so eine tolle Frau dort hatte. Ich kann es nur noch mal sagen. Und ich wünsche jedem, dass er so eine Person hat, wenn er zu so einem Test geht, weil ihr wisst sicherlich, was das für eine Überwindung ist, zu so einem Test zu gehen. Und es ist einfach eine super Erleichterung, wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet ernst genommen. Da ist jemand, der wirklich auch sagt, hey, das ist jetzt echt eine Scheißsituation. Du bist natürlich nicht ohne Grund da, wenn es nicht gerade ein Routinetest ist. Aber wir kriegen das alles irgendwie hin. Das wird schon werden. Und das hilft. Und das kann ich euch auch nur mitgeben. Bitte macht so einen Test, wenn ihr die Vermutung habt. Denn am Ende wird es wirklich schon werden. Seht mich an. Ich bin hier. Ich lebe. Und ich bin halt auch echt ziemlich glücklich. Ich habe ein gutes Leben, würde ich sagen. Und das Leben ist nicht vorbei, das weiß ich heute. Und ich drehe diese Videos natürlich auch, um das so ein bisschen zu vermitteln. Deswegen hoffe ich, dass ihr was gelernt habt. Weniger über die Symptome. Das ist nämlich alles nur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Eher darüber, natürlich macht man manchmal Fehler, in Anführungsstrichen. Natürlich habe ich da in dem Moment was gemacht, was ich eigentlich anders erlernt hatte. Und vielleicht ist es jemandem von euch auch schon mal so gegangen. Und ich bin mir ziemlich sicher, es ist vielen Leuten schon mal so gegangen. Weil wir das oft nicht durchhalten. Wir sind eben Menschen und keine Maschinen. Und ich möchte euch sagen, dass es gar kein Problem ist, wenn das passiert ist. Es zeugt von wahrer Größe, wenn man sich wirklich dem stellt, was daraus resultieren kann. Es zeugt von wahrer Größe, so einen Test zu machen. Ich habe großen Respekt vor allen Menschen, die sich trauen, diesen Test zu machen, gerade wenn sie eine Risikosituation hatten. Denn man kann die Zeit nicht zurückdrehen, man kann nicht verhindern, dass man sich vielleicht infiziert hat.
Aber man kann im Jetzt sagen, ich wirklich setze mich damit auseinander, mit den Konsequenzen, die das haben kann. Und ich traue mich, dahin zu schauen und ich traue mich, wirklich diesen Test zu machen, um zu erfahren, ob es so ist. Und wenn es so ist, dann habe ich die Möglichkeit, mich behandeln zu lassen und ich habe die Möglichkeit, ein genauso gutes Leben zu führen wie vorher. Das kann ich euch echt bestätigen. Aber dann geht es natürlich erst los. Jetzt fängt meine Story erst richtig an. Ich werde beim nächsten Mal so die ersten Schritte erzählen, zum Beispiel, wie ich zum ersten Mal bei einem auf HIV spezialisierten Arzt war. Also wie sah es da aus? Was haben wir gemacht? Was waren die Themen? Wenn ihr mehr Videos aus der Reihe HIV-Positiv sehen wollt, dann abonniert mich doch. Oder schreibt mir auch in die Kommentare, was euch rund um das Thema HIV interessiert, damit ich wirklich Videos machen kann, die euch interessieren. Ich verabschiede mich für heute, ich bin raus, bis zum nächsten Mal und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen.